Lang brauche ich nicht mit der Geschichte, weil ich glaube, die Fragen sind viel schöner als die Geschichte selber. Ich bin 2013 zurück nach Deutschland gezogen. Ich war in den USA, habe in den USA gearbeitet, also studiert und gearbeitet, habe da ein paar Titel und so zusammengekriegt und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe herausgefunden, du kannst dir in den USA den Arsch arbeiten, du kannst weltweit anerkannt sein, dein Titel kann anerkannt sein, deine Ausbildung, deine Fachtitel, alles. Kommst nach Deutschland, dann sagt die Dame im Büro, ja, das haben Sie aber nicht in Deutschland gemacht, das können wir hier so nicht anerkennen. Das heißt, ich war plötzlich, bin ich vom Leiter einer Notfallstation zu dem Typen, der nach deutschem Recht gar nichts hat, nicht meinen Hauptschulabschluss. Doch, die mittlere Reife wird mir durch den Highschool-Abschluss anerkannt, so nach dem Motto, aber nur die kleine mittlere Reife, wenn Sie eine zweite Fremdsprache hätten, dann könnten wir Ihnen sogar eine mittlere Reife anerkennen. Ich spreche Englisch, ich spreche Deutsch, ich spreche Französisch, ich spreche Spanisch, ich spreche Isländisch, was wollt ihr noch? Ja, aber dafür haben Sie ja kein kein mittlere Reifezeugnis. Naja, dann war es eben das auch. Was machst du jetzt? Also habe ich mir erstmal ein Hotel gesucht, irgendwo in München, so ein 29-Euro-Hotel. Das war immer ganz toll. Erst in München, dann in Frankfurt. In Frankfurt war das 29-Euro-Hotel direkt neben, wer sich in Frankfurt auskennt, dem Roten Haus. Das ist eins der schöneren Bordelle in Frankfurt. Was dann immer schön war, ist, dass dann nachts um 2:30 dann die Leute bei dir an der Tür vorbeigelaufen sind und geklopft haben und geguckt haben, wo da auch noch Damen drin sind. Und habe angefangen rumzugucken, wie ich mich jetzt innerhalb von Deutschland bewerbe. Und Auto habe ich keins gehabt, das habe ich einen Mietwagen gehabt. Und dann ist langsam sicher mein Bankkonto so von, naja, geht schon, gemütliches Leben auf, wird immer ungemütlicheres Leben runter. Und bin dann in Frankfurt am Bahnhof an einer Werbung für die Bahncard 100 Probeabo. Das ist 3 Monate Bahncard 100 erster Klasse für 700 Euro. Bin ich drüber gestolpert und habe gesagt, weißt du was, das mache ich. Ich hole mir eine Bahncard 100, dann kann ich in ganz Deutschland rumreisen und ich brauche keinen Mietwagen mehr. Dann habe ich meinen Mietwagen zurückgebracht, die haben sich echt gefreut. Der war ein bisschen, ich habe ein paar Kilometer draufgehaut. Und habe angefangen mit der Bahncard zu fahren. Und 2-3 Tage später habe ich herausgefunden, mit der Bahncard kannst du in die Bahn Lounge, da gibt es was zu essen. Und keiner fragt dich, wie oft du wo und wann und wie warum hinfährst. Da habe ich gedacht, weißt du was, eigentlich brauche ich kein Hotel mehr, ich kann doch im Zug schlafen. Seitdem haben das ein paar Leute gemacht. Die Leonie Miller hat ein Buch drüber geschrieben. Es gibt noch wie heißt denn der? Ganz vergessen. Der hat auch, der Hoffmann, der, wie heißt denn der mit Vornamen? Egal. Der hat auch ein Buch drüber geschrieben. Der ist auch ständig in den Nachrichten oder sonst irgendwas. Der ist von München, weil er in München keine Wohnung gefunden hat. Und es gibt vor mir einen Obdachlosen, der mit Flaschenpfand sich jedes Jahr 7.000 Euro zusammenspart, sich davon eine Bahncard kauft und davon kann er duschen, essen und schlafen. Also der erste war ich auf keinen Fall. Die beiden kamen nach mir, die Leonie Müller und so, aber der kam vor mir und da kamen noch ein paar andere vor mir. Und die haben auch damals schon so ein bisschen geblockt. Also habe ich bei einem Researcher im Netz habe ich das gefunden und gesagt, das mache ich auch für die drei Monate oder vielleicht mal einen Monat. Ich brauche nicht mein Hotel nicht zu bezahlen, spare ich mir das Geld. Ich habe nur 700 Euro ausgegeben. Ich fahre halt im Zug rauf und runter zwischen Hamburg und München und schlafe nachts. Das geht schon, überhaupt kein Problem. Was soll denn da schon schief gehen? Außerdem habe ich einen Strom, ich habe Internet im Zug, das ist 2013 übrigens, Internet im Zug ist noch schlimmer als heute und wie es heute ist, wissen wir alle, scheiße. Und so Handys mit unlimited Data gab es da ja auch noch nicht so richtig. Und ich habe ein bisschen übersehen, dass man auch duschen muss und dass Duschen eben nicht mit drin ist. Aber naja, habe das dann angefangen und habe gesagt, ich fange im Norden an, ich arbeite mich in Süden runter und ich gehe in jedes Krankenhaus rein, ich gehe in jede Notfallstation rein, ich gehe in jede Rettungsdienstleitstelle rein, ich gehe zu jedem Rettungsdienst und sage, hier bin ich, hier sind meine Sachen, wollt ihr mich haben? Das ist meine Bewerbung jetzt, ich mache das einfach ganz kräftig, ich sage hier, Neuro, hier Notfallmedizin, bitte sehr, wollt ihr mich? Habe dann angefangen zu fahren und aus den 3 Wochen sind dann 6 Monate geworden. In den 6 Monaten habe ich ziemlich viel gelernt, was wahrscheinlich keiner von euch kopieren will. Auf der anderen Seite, was 6 Monate lang funktioniert hat, das funktioniert auch mal für eine Woche. Und deswegen wollte ich euch zeigen, was ich mitnehme, wenn ich eine Woche weg bin. Und wie das bei mir funktioniert, weil ich nämlich mit dem Ding hier, ohne ein Hotel, ohne ein Auto, ohne irgendwas auskomme, ohne Probleme. Absolut ohne Probleme. Und das kann ich bis zu 3,5, 4 Wochen machen mit dem Ding.
Es ist unheimlich billig. Ich verausgabe mich nicht. Ich war vor kurzem in Leipzig auf einer Konferenz für Notfallmediziner. Und da waren die Onkologen, die Orthopäden, die Neurologen, die Psychiater. Das heißt, viele, viele reiche Ärzte. Und was machen die Hotels in Deutschland, wenn viele, viele reiche Ärzte ins Land, in die Stadt kommen? Preise gehen rauf. Letzte Woche war ich auf dem Weg nach Berlin schon. Hab dann gesagt, so, ich brauche ein Bett in Berlin. Hab Berlin angegeben, 2.200 € für das Hostel. Warum? Riesenkonferenz, ne? Also da braucht man dann einen Plan B. So viel Geld will man nicht ausgeben, gerade wenn man irgendwie selbstständig ist und eigentlich das Geld ganz woanders braucht. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir eine Liste gemacht von Dingen, die ich machen muss. Ich muss arbeiten, dafür habe ich einen Laptop gebraucht. Ich möchte, das war damals noch so ein Ding, ich möchte ab und zu mal Videos machen und Sound aufnehmen. Das habe ich mir dann auch irgendwie zusammengebastelt. Ich muss irgendwo schlafen, ich muss meine Klamotten waschen. Ich brauche einen Platz, wo ich mich duschen kann. Und ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, mich umzuziehen oder sonst irgendwas, weil in den Klamotten, in denen du im Zug schlafen hast, stellst du dich nicht am nächsten Tag bei einem Arbeitgeber vor. Und du brauchst eine Transportmöglichkeit für deine Klamotten, die dich nicht verknittert, weil wenn du nämlich auch noch verschrumpelt irgendwie aufs Vorstellungsgespräch gehst, kriegst du keinen Job mehr. Ne? Und es ist für Selbstständige gerade noch viel schlimmer. Du hast dein erstes Meeting mit deinem Klienten irgendwo in Berlin, läufst da rein, sagst, guten Tag, und du riechst nach Zug und Schlaf und Schweiß, hast aber so, ne? Keine gute Idee. Keine gute Idee. Also, was hat funktioniert? Laptop-mäßig nur das hier. Nichts mehr anderes. Ein Chromebook. Warum? Ich lasse es mal rumgehen und vergleiche mal im Gewicht mit eurem Chromebook, mit eurem Laptop. Und dann könnt ihr mir nochmal sagen, dass es sehr viel cooler ist, und wenn ihr es fallen lässt, dann müsst ihr es kaufen. Nee. Dass es sehr viel cooler ist, einen richtig schweren Mac mitzuschleppen oder einen PC mitzuschleppen, also einen Laptop oder sowas. Das Ding ist echt das Leichteste überhaupt. Was kann es? Es kann alle Android-Apps auf dem Markt, es kann alle Linux-Apps auf dem Markt und es kann alle Chrome OS-Apps und damit halt Webseiten auf dem Markt. Ist überhaupt kein Problem. Und anders als der Mac kostet es mich halt keine 1.800 €. Das Ding kostet 700 €. Ne? Das Ding kostet 700 € und im Zug hast du dann doch ab und zu mal schon jemanden, der, wo du ein bisschen vorsichtiger sein musst. Mir sind jetzt 2 Handys und 3 Laptops in den 6 Jahren, in denen ich das mache, abhanden gekommen. 2-mal, weil ich blöd war und 1-mal, weil geklaut worden ist. Es ist etwa dasselbe Gewicht wie deiner, kostet ein Drittel. Und hat einen richtigen hintergrundbeleuchtetes Keyboard. Ja, und startet innerhalb von 3 Sekunden, ja. Aber das Ding ist halt auch das hintergrundbeleuchtete Keyboard. Ihr seid im Zug, da sind nachts die Lichter aus. Mit dem Ding, ich bin monatelang mit einem iPad gefahren, weil ich mal schauen wollte, wie es ist, also mit dem 12er. Ich kann mit dem Keyboard nicht arbeiten, weil ich kann die Tasten nicht sehen. Es ist jetzt nicht unbedingt überschreiben, da geht es automatisch, aber irgendwann musst du mal irgendwas etwas Komplizierteres machen, da geht es mit dem nicht mehr. Und wenn du das Licht da machst, haut dir der Typ nebendran eins auf die Glocken. Wie sehr bist du von Internetverbindung abhängig geworden? Überhaupt nicht mehr. Okay. Überhaupt nicht mehr. Das Chromebook war abhängig von Internetverbindungen bis 2014. Am Anfang war es nicht so toll, aber seitdem überhaupt nicht mehr. Also ich bin jetzt im Augenblick nicht im Internet, ich könnte es auch anschließen. Ich habe Zugriff zu meinen ganzen Arbeitssachen. Plus ich habe halt Linux drauf. Auf Linux habe ich mein R laufen, meine Statistiksoftware, RStudio, sonst irgendwas. Also die Arbeit, da brauche ich mich nicht mehr auf ein RStudio irgendwo an einem anderen Server einzuloggen. Das geht da drauf, das ist ein i7-Prozessor. Da gehen meine Statistiken auch relativ schnell. Das Einzige, wofür ich noch Internet brauche, ist, um Sachen hochzuladen. Ich brauche nicht mehr online zu sein, um meine Arbeit zu machen. Nutzt du gar nicht das Chrome OS? Oder ist das doch, das ist, jetzt schließe ich es vielleicht doch einmal an und rede dabei ein bisschen weiter, dann zeige ich dir das. Wusste nicht, wie weit ihr das nerdig haben wollt. Aber ich erzähle euch mal, wie das mit dem Schlafen funktioniert hat. Natürlich nerdig. Ja. Das war ziemlich hier auf dem Barcamp oder was? Das mit dem Schlafen war, Schlafen und Waschen und Duschen war mein größtes Problem. Jetzt rechnen wir mal zusammen. Also ich habe pro Nacht etwa 30 € in einem Hotel bezahlt. Und ich bin einmal die Woche bin ich mit meinen ganzen Klamotten in einen Waschsalon gegangen, habe nochmal so 20 € gezahlt zum Reinigen. Also kann man so ausrechnen, so um die 140 € fürs Hotel und nochmal 20 € fürs Waschen. 160, 170 € fürs Waschen und Hotel zusammen.
einfach fürs Übernachten und Hotel. Und das war billig, das war 29 Euro Hotel, das hast du auch nicht immer, weil sobald in Frankfurt selber eine Messe angefangen hat, ist mein Hotel nämlich auch von 29 Euro auf 199 Euro raufgeschossen pro Nacht. Ne? Oder auch mal 300 Euro, das war überhaupt kein Problem. Während der IFA, der IAA, habe ich mehr oder weniger 3 Nächte lang einfach nur in der Kneipe gesessen und geguckt, bis ich irgendwann eine aufgerissen habe, damit die mich mit Hype genommen hat. Ich gebe es ja offen zu. Ne? Das ist, aber stimmt nicht, ist eine Lüge. Ist eine absolute, ultimative Lüge. Ist nur einmal passiert und nicht absichtlich. Das Waschen geht in Deutschland super, super einfach mit diesen Waschsalons. Aber das braucht ihr gar nicht. Und zwar kriegt man nämlich, wenn man unter 99 Jahre alt ist, das ist der neue Alterslevel, kriegt man so eine Karte für die German Hostel Association, GHA. Die kostet 16 Euro pro Jahr. Und die 16 Euro sind einfach nur, damit sie euch die Karte schicken können. Damit könnt ihr in jedes Hostel rein und dort waschen lassen. In Deutschland, in jedem Hostel. Ja? Die gibt es überall. Also ich kann dir sagen, ich bin mal in, sagt hier jemand was, Camp Ollenbeck was. Wenn irgendjemand hier Camp Ollenbeck was sagt, ich habe versucht, vorhin noch als Witz auf der Karte zu finden. Ollenbeck findest du, Camp Ollenbeck, das musst du dann suchen, Camp Ollenbeck bei Ollenbeck. Das ist eine 19 Personen irgendwie kleines Kaff und die haben ein Hostel. Die haben ein Pilgerhostel, aber das geht auch. Also du kannst in jedes Hostel rein, du hast die Karte. Mit der Karte kannst du ein Abendessen kriegen für 6 Euro oder 7 Euro und du kannst deine Sachen waschen. Die haben eine Waschmaschine und einen Trockner. Na? Dann setzt du dich abends hin, hast denen ihr Internet. Für 2 Stunden machst du deine Arbeit, während deine Wäsche und Trockner durchläuft, packst alles wieder ein, gehst weg. Geht super, super einfach. Wenn das nicht ist, es gibt viele Hotels, bei denen die Leute, die dort wohnen, in ihren Säcken ihre Sachen waschen lassen. Wenn man sich nicht zu schade ist dafür, nicht zu fein ist dafür, geht man mal von hinten ran und wartet, bis die Dame die Wäsche sich raussetzt, eine raucht und redet mit der für 2 Minuten. Muss ein bisschen extrovertiert dafür sein, geht aber. Und sagt, du, ich habe Klamotten, magst du die mir mitwaschen? Hier sind 10 Euro. Hast du die auch gewaschen bekommen? Überhaupt kein Problem. Habe ich mehr als einmal gemacht. Funktioniert in Großstädten super. So gerade diese super teuren Dinger. Und dann kriegst du die auch noch gewaschen und gefaltet. Und die riechen super gut und alles. Spitzenklasse. Also ich mache jetzt mal hier alles. Genau, ich lasse den jetzt einfach mal so, wie er ist. Machen wir das hier an. Mit dem Duschen. Wie viel glaubt ihr, habe ich im Monat fürs Duschen bezahlt? Alles gut, sollte eigentlich schon an sein. Ja. Im Monat, ein ganzes Monat duschen, kostet 19 Euro, ein ganzes Monat. Und zwar geht ihr zu McFit oder irgendeinem anderen großen deutschlandweiten Fitnessstudio, das 24 Stunden offen ist und geht duschen. Das ist überhaupt kein Problem. Hat auch einen großen Vorteil, wenn ihr den ganzen Nacht über im Zug sitzt oder den ganzen Tag über im Zug sitzt, hilft es wirklich mal für 20, 30 Minuten ein bisschen an die Hanteln zu gehen oder aufs Laufband oder sonst irgendwas. Das ist nämlich, sonst schaut ihr irgendwann aus wie ich. Das ist keine gute Idee. Weil das Essen im Zug ist nämlich auch sehr gut. Aber jetzt kommt es langsam, glaube ich. Ja. Das Essen im Zug ist sehr gut, aber halt auch nicht unbedingt gesund. Also Duschen war für mich das kleinste aller Probleme. Außerdem könnt ihr in allen Hostels duschen. Und ich habe mir auch nicht irgendwie jetzt nicht jede Nacht ein Hostel irgendwie reingepfiffen. Warte mal, ich ziehe das mal rum und schaue mal, ob das funktioniert. Vielleicht kriegt der gerade keinen Saft. So. Ihr jetzt nicht jede Nacht einen Zugfahrt reingepfiffen, dass ich also dann halb mal für München nach Berlin gefahren bin. Manche Nächte habe ich mich ins Hostel gelegt. Und hier ist das Coole. Außerhalb von den großen Stoßzeiten sind Hostels super leer. Jedes Hostel hat 2er-Zimmer, 1er-Zimmer und 3er-Zimmer. Jedes Hostel. Wenn die nicht belegt sind, stecken die dich lieber in ein 2er- oder 1er-Zimmer, weil es einfacher zum Saubermachen ist, wenn du rausgehst. Das heißt, such dir ein Hostel in einer Stadt, in der gerade nichts los ist, geh da rein und du hast sofort ein Einzelzimmer mit Dusche. Für die 9 Euro oder 10 Euro oder 11 Euro, die so ein Hostel kostet. Es war unheimlich schnell, unheimlich geil. Ich habe auf der Fahrt so 10, 15 Leute kennengelernt in den ersten drei Monaten, die das auch gemacht haben. Und von denen habe ich viel gelernt. Zum Beispiel das mit dem Waschen, dass man ja mal hinten ans Hotel ranlaufen soll und fragen soll. Oder dass eben diese Hostelcard da funktioniert. Die super gut funktioniert. Das war dann auch für mich mit dem, warte mal, ich schaue mal, ob das hier nicht geht. Das kann natürlich sein, dass es an mir liegt. Gestern hat es ja noch funktioniert, genau.
Ja, also ich glaube auch, dass es wenn, dann liegt es an mir. Flieger. Ah, jetzt Projektor Einstein 3 blinkt es ein. Da ist er! Okay, so schaut Chrome OS aus. So wird er gegessen. Ich habe eine ganz normale Linux-Konsole hier. Die ist Teil der Chrome OS Experience. Die braucht jetzt ein bisschen zum Laden. Ja? Habe ich das jetzt gestartet oder was? Da. Eine ganz normale Linux-Konsole, die ist ganz normal Teil der Experience. Und wenn ihr euch mit Debian auskennt, das ist ein stinknormales Debian, das da drauf läuft. Und es läuft nativ im Chrome OS. Das ist kein irgendwie gehackt oder sonst irgendwas. Das ist Teil der Experience. Es ist soweit Teil der Experience, dass ich einfach hier ein GVim aufmachen kann. Das ist mein Editor of Choice. Bam, und da ist er. Er ist soweit integriert, dass ich, und wie gesagt, also habe ich mich vertippt? Ja. Na, also ich kann auch ohne Probleme SFTP-Arbeiten machen, sonst irgendwas. Es ist wirklich, da ist nichts, was fehlt. Wer lieber VS Code hat, ich meine, ich kenne ja Leute, die VS Code lieber benutzen, auch der läuft. Da ist ein ganz normaler X-Server, der da läuft. Bam, funktioniert. Ihr könnt gleichzeitig, nehmen wir mal was Android ist. Die Dame, möchtest du dein Lästern mit der Gruppe, mit der Klasse teilen, bitte? Weißt du, ich unterrichte ja ab und zu mal. Und eine Sache habe ich ganz, ganz schnell gelernt. Kein Mensch schaut sich in Schritt und lacht. Das passiert einfach nicht. Die haben alle ein Handy da. Ne? Also du hast, es ist halt ziemlich dunkel, du hast dein Gehirn hier, sagst, ja und die Amygdala innerviert sich und dann leuchten den Leuten die Klöten und sie lächeln. Da weißt du ganz genau, was die machen und es hat nichts mit der Schuld zu tun. Oder mit ihren Klöten. Ne? Also deswegen, ja, was gibt's denn so Lustiges? Ja, da ist das Mikrofon, erzähl doch mal. Sie sollte zwei Bildschirme haben, dann können Sie leichter arbeiten. Was wollt ihr denn von mir? Was nehmen wir denn mal, das Ding ist? Hier, du kannst Quake spielen, ohne Probleme. Das ist mein Ja. Die Killer spielen sehr schlecht drei Spiele. Also du kannst Quake spielen, aber was du halt auch machen kannst, ist, du kannst das gesamte Android-Offering, Diabetes M, mein Diabetes-Tracker, der ist Android, ohne Probleme, startet auch sofort. Deswegen für mich Chromebook, weil, ja, Chrome OS. Chrome OS. Ja, du schau mal, man nicht, nein, deine Adobe-Programme nicht. Also von Adobe gibt's. Im Play Store halt die Adobe Play Store-Programme, was du für iOS oder Android kriegen kannst, ist. Auf der Photoshop-Ecke. Die hier. Funktionieren die auch so wie auf anderen Plattformen? Ja, haben auch austauschbare Formate. Also ich fange hier an und mache daheim auf meinem PC weiter. Also die anderen Plattformen gibt es auch? Nicht alle. Also du wirst keine Video-Editor kriegen. Ah, okay. Ne? Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite hast du halt dann die Frage, und das ist für mich dann halt so gewesen, was braucht man noch sonst? Für Musik 100 Euro jetzt mittlerweile.
Aber es läuft erstens Standalone und zweitens direkt in den per USB in als Mikrofon da rein. Für die Aufnahmen selber habe ich, statt dass ich irgendwie mir eine App gekauft habe, habe ich mir einfach ein PWA installiert, so ein Progressive Web App von Soundtrap, was ein meines Erachtens nach extrem guter Sound Editor ist. Der halt Track arbeiten lässt, hat all die ganzen Instrument, hast ein Beatmaker, Instrument Management, kannst sogar Auto-tunen, was ziemlich scheiße ist, wenn du das vergisst auszuschalten, weil du mal rumspielst und dann einen Podcast released, indem du dich anhörst, We Will I Am. Ist ein bisschen blöde. Aber das hat auch super funktioniert, überhaupt kein Problem, ging unterwegs super, weil das Ding, sobald es mal im PWA ist, läuft es offline. Und dann muss halt nur noch wieder online sein, um es auf die Soundtrap-Server zu schmeißen zum Abmixen. Überhaupt kein Problem. Das heißt, ich habe dann unterwegs einfach entweder nur mit dem hier aufgenommen und habe dann irgendwann das Ding letzte Nacht habe ich versucht, eine Episode aufzunehmen und alle 20 Sekunden ist mir das Internet weggeschmiert. Wir waren in so einem Fass, da war das ein bisschen problematisch. Ja? Sonst vergesse ich's nachher. Wie heißt dein Podcast? Ich habe zwei. Der eine heißt Unterwegsgeschichten und der andere Hallo Hirn. Geh mal auf Jarta, H-J-A-R-T-A. Ja, du kannst mich auch im Poddingsbum suchen. Oder du kannst dir das... Gibt es hier noch das Banner? Der Banner? Nee, gibt es nicht mehr. Schade. Weißt du, die alte Banner-Ding, das dann alles schön groß geschrieben hat. Hätten wir jetzt schon machen können. Jarta.io. Aber es ist halt, so schaut's aus. Jarta, das ist das Zuhause. EO. Und da ist einfach nur ein Link auf meine beiden Podcasts und meinen Wanderreiseblog. Zum Fotografieren nehme ich nur noch den hier. Es gibt nichts Besseres mehr. Ich bin für zweieinhalb Jahre bin ich mit einer RX 100 rumgelaufen. Eine der meines Erachtens nach besten Kameras. Ich hatte auch eine Alpha für eine Weile. Die war einfach scheißenschwer. Das mitzuschleppen, dann da noch mitzuschleppen, das ist zu viel. Dann habe ich die RX 100, die war schön klein. Mir die 5 gekauft, die war super, aber mittlerweile macht das hier ja, fast genau die gleichen Bilder. Ich war vor kurzem, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, ich müsste das vielleicht mal ganz kurz entmirroren. Ich entmirror das jetzt einfach mal ganz schnell. Ah ne, machen wir nicht. Ist egal. Ich wollte ein paar von meinen Bildern zeigen und da sind auch noch Bilder drin, die vielleicht nicht unbedingt jeden was angehen. Kati, da hinten bin ich auch mit dem Ding gelaufen für 3 Monate ohne Probleme. Und eins davon hat die 64.000 Euro Challenge von Camino Ways gewonnen. Da waren Leute, die mit ihren fetten Nikons und Canons rumgelaufen sind und sonst irgendwas. Hat es nicht gebraucht. Wenn du jetzt natürlich hier schön fett streamst oder sowas, dann geht das Handy wahrscheinlich nimmer. Und dann würde auch die RX 100 nicht gehen, weil sie keinen Mic-Input hat. Aber wenn du bloß unterwegs bist, reicht das Ding fürs Bilder machen, absolut, selbst also bei irgendeiner blöden Foto-Challenge irgendwas gewinnen. Seitdem, in den 6 Monaten, habe ich dann angefangen, ein bisschen drüber zu reden, ein bisschen mich drüber zu unterhalten und ich kriege immer genau dieselben 5 Fragen. Wie hast du geduscht? Das haben wir geklärt. Ich gehe ins Fitnessstudio. Ist überhaupt kein Problem. Kannst du jeden Abend machen. Es gibt immer, also ich hab wirklich mal geschaut, ich habe mich in allen Städten über 100.000 Einwohner in Deutschland, habe ich mich auf die bei Google Maps einfach Fitnessstudio eingegeben. Es gibt immer ein Fitnessstudio nahe am Bahnhof. Ganz, ganz selten, dass du mehr als einen halben Kilometer, dreiviertel Kilometer laufen musst. Du sitzt den ganzen Tag im Zug, da ist ein dreiviertel Kilometer Laufen eigentlich mal ganz schön. Du kannst auch deine Sachen einfach nehmen und in so einen Spind reinpacken, zumachen, so ein 40 Euro, 40 Cent oder mittlerweile sind es irgendwie 1,20 oder sowas in den kleinen Städten, Schließfach. Nimmst so einen faltbaren Babyrucksack mit, steckst deine ganzen Klamotten rein, gehst duschen, gehst deine Sachen waschen, kommst wieder, kannst mit dem Zug weiterfahren. Oder schmeißt dich in ein Hostel für 9 Euro. Das ist überhaupt null Problem. Und jetzt gibt es die meisten von uns, und ich gehöre da auch dazu. Ne? Guten Tag, ich bin Akademiker, ich habe einen festen Job, ich habe einen Freundeskreis, ich habe eine Familie, ich gehe ab und zu richtig fein essen, ich kann mir ein nettes Handy leisten und einen netten Laptop und ich lebe auf der Straße, so ein Scheiß. Also ich brauche was Besseres. Ne? Also ich bin doch kein Obdachloser.
bin doch kein Wohnungssuchender. Ich bin doch jetzt nicht jemand, der im Hostel übernachtet. Ne? Also ich habe das Geld, ich kann mich in ein Hotel schmeißen. Stellt sich raus, dass ich seitdem das sehr viel öfters mache. Und was mache ich? Ich spare unheimlich viel Geld. Ich bin extrem viel flexibler mit meinen Klienten, mit meinen Kunden. Wenn ein Kunde mich anruft am Freitagabend und sagt, ich brauche dich am Montagmorgen, sage ich, alles klar, super. Ich weiß, welche Züge nachts fahren. Ich habe mir seitdem, natürlich klar, die Probebahncard, die war dann irgendwann raus, aber ich habe mir seitdem eine Bahncard 100 besorgt. Wenn ich sie noch finden würde, wäre es ja schön. Ja genau, gehen wir halt mal durch. Also, wichtige Sachen. Das Bahncard 100 Äquivalent für die Schweiz. Das sogenannte Swiss Pass. Wunderschön, kostet genau 79 Euro. 79 Euro. Und dafür kriegt man dann 50% auf jeder Fahrt in der Schweiz. 7-Eleven Fitness. Alles, was irgendwie im Norden passiert, ist 7-Eleven, Fit 7-Eleven. Da kriegt man in jeder Stadt mindestens irgendwo 9 Euro im Monat. Ich habe die ganz kleine Ding genommen, einfach 9 Euro im Monat bezahlt. Dafür kann ich duschen und ab und zu mal an die Geräte. FitX für den Süden und den Westen. Genau dasselbe wieder. 19 Euro im Monat. Alles beide 24-Stunden-Gyms. Kommt man jederzeit rein. Presseausweis. Kann man sich richtig schön billig bestellen. Da gibt es so ein, zwei, drei Firmen, die das auch etwas laxer handeln, ob man auch wirklich 80% sein Einkommen mit Journalismus verdient. Ein Presseausweis, damit kommst du abends auch mal ganz schnell in eine Theatervorstellung oder ein Kino oder ein Museum rein, ohne zu bezahlen und kannst dich mal für 2, 3, 4, 5 Stunden ausruhen. Ist total geil. Versicherungskarte und Revolut-Karte. Revolut ist so ein Online-Banking-Firma und, Achtung, Dieses Metall. Wenn du wie ein Hobo rumläufst oder naja, mit dem Rucksack irgendwie ankommst und nach 5 Stunden, 6 Stunden im Zug riechst, das öffnet die Tür in jedem Hotel, falls du mal in ein Hotel rein musst. Plötzlich gibt es wieder Zimmer, weil das Ding nämlich aussieht wie eine von diesen No-Limit-Karten. Ist eine Limit-Karte, ne? Ist eine Prepaid, aber es sieht aus wie eine No-Limit-Karte. Und das kommt durchaus bei Leuten besser an. Habe ich irgendwann mal als Tipp bekommen, besorg dir eine Premium aussehende Kreditkarte, dann hast du bei Hotels und so weniger Probleme. Ja. Revolut. R-E-V-O-L-U-T. Und die fanden es da einfach mit. Und die funktioniert in ganz Europa ohne so irgendwie Gebühren. Und du hast eine automatische Reiseversicherung mit drin. Ja, und dann last but not least, die Bahncard 100. Ich habe die First Class, weil im Allgemeinen, ich spare mir ein Auto, ich spare mir sehr viele Hotels, ich spare mir Essen. Du kriegst in jeder Bahncard, in jeder Bahnlounge, in Frankfurt, München, Köln, Stuttgart, wo auch immer, kriegst du Abendessen, Mittagessen, Frühstück bei denen für umsonst. Ich spare mir gute 30, 40 Euro, 50 Euro pro Trip im Essen. Das kriegst du bei denen. Und ich kriege auch Punkte dafür und mit den Punkten kann ich Leute mitnehmen, weil ich mir dafür Freifahrten holen kann. Also hat sich wirklich gelohnt. Also die 7.000 Euro, die ich für die Bahncard 100 ausgebe, sind etwa 4.000 Euro weniger, als ich als Selbstständiger durch Deutschland reisend für Auto und Hotel und sowas ausgeben würde. Das lohnt sich wirklich. Du kannst es ja absetzen als Selbstständiger. Setz die 7.000 Euro ab. Die Kosten, die kommen so oder so auf dich zu. Also wenn du viel in anderen Städten machst oder wenn du dich ausweiten willst. Ne? Ich kenne jetzt Leute, die haben gesagt, du, ich arbeite in Ulm, ich wohne in Ulm, ich habe nur was in Ulm gemacht und hab ich mich mit dir unterhalten. Jetzt mache ich Sachen in München, jetzt mache ich Sachen in Berlin, jetzt mache ich Sachen in Köln, weil ich einfach weiß, ich kann früh um 4.30 Uhr am Zug stehen. Ich nehme den ersten Zug rauf nach Köln. Ich kann im Zug arbeiten oder schlafen noch ein bisschen. Und jetzt habe ich plötzlich Kunden in Köln und in Berlin und bist relaxed, du fährst mit dem Zug. Das ist nicht halb so stressvoll, wie mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Und die Dinger sind für alle, also die meisten Innenstädte, weil das eine Plus-City-Karte ist. Das heißt, ich kann hier in Regensburg mit dem Bus rumfahren und ich kann mit der S-Bahn rumfahren und sonst irgendwas. Im Großen und Ganzen spare ich etwa 12.000 Euro im Jahr. Also Tausender im Jahr, im Monat. Einfach nur in Hotels und Essen und Fahren und so. Und halt, habe kein Auto mehr. Brauche ich nicht mehr.
So, ich wollte eigentlich nur die Intro machen und jetzt sind wir schon wieder bei 12.47 Uhr, 30 Minuten rein. Jetzt kommen die Fragen, weil ich weiß, ihr wollt alle irgendwie unterwegs sein. Genau. Fang mal links von rechts an. Ja. Okay. Wie viele Wäschegarnituren hast du dabei? Ich habe 3 Wäschegarnituren dabei. Das sind 3 T-Shirts, 4 Unterhosen. Also bei Unterhosen, da bin ich ein bisschen pingelig. Ne? Da, ein T-Shirt ziehe ich mir ganz gern über Nacht nochmal schnell noch ein, dasselbe an oder so. Bei Unterhosen bin ich da ein bisschen pingelig. 3 T-Shirts, 4 Unterhosen, 4 Paar Socken. Ich habe 2 Arten von Socken. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, ja, die haben auch noch das ganz tolle Camino-Logo drauf. Das sind sogenannte Right Socks. Das sind 2 Socken, die ineinander liegen. Das heißt, du hast einen Socken im Socken. Und mit denen kriegst du keine Blasen beim Laufen. Und da habe ich eigentlich immer 1-2 Paar dabei, weil ich auch immer, Kondom da wieder reintun, meine Wanderschuhe dabei habe. Das heißt, ich versuche echt jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, auch mal, ich habe bloß einen Rucksack. Ich meine, das ist jetzt nicht schwer, mal schnell 20 Kilometer irgendwo hinzulaufen, mir was außen anzuschauen, Bilder zu machen, vielleicht Freunde zu treffen. Ne? Wenn ich jetzt hier, ich bin jetzt in Regensburg. Ich bin heute in Regensburg. Was machen wir heute nach dem Barcamp? Wir gehen auf die Walhalla. Das gehört einfach dazu und da sollte man jetzt nicht unbedingt seine guten Arbeitsschuhe oder sonst irgendwas anziehen, dafür hat man seine Wanderschuhe dabei. Und die Dinger sind leicht, die tragen nicht groß auf und die knautschen schön. Ne? Also die brauchen echt nicht viel. Dann halt meine ganzen T-Shirts habe ich dabei, anders als Garnituren. Ich habe 2 weiße Hemden normalerweise, 2 richtig normale weiße Hemden. Da gibt es eine Falttechnik, die mehr eine Rolltechnik ist als eine Falttechnik. Die könnt ihr euch mal im Internet angucken. Mit einem Blatt Papier und dann rollst du die so halb ein, dann knittern die nicht. Und ich habe auch eine A4-Dokumentenrolle, da kann man die reinstecken. Und dann knittern deine Hemden nicht. Wenn du jetzt, ich habe eine Bekannte, die macht das, die muss auch noch einen Rock und sowas, die hat sich eine A3-Dokumentenrolle besorgt und die rollt da ihren Rock und ihre ganzen Klamotten rein und steckt es so an die Seite von, die hat so einen ähnlichen Weg, an die Seite ran. Für die meisten Leute sieht es halt aus, als ob sie ein paar Papiere dabei hat, aber da ist ihre gute Kleidung. Die muss auch Stöckelschuhe anhaben, die sind ein bisschen, oder hohe Schuhe anhaben, das ist ein bisschen schwerer, ein bisschen größer. Deswegen ist ihr Rucksack ein bisschen größer, aber vom Gewicht her gibt es sich nicht viel. Kannst du ohne Probleme locker mitnehmen. Jo, next. Wäre auch meine Frage gewesen, was du im Rucksack drin hast. Ja, also ich meine, ich kann noch mal durchgehen, wenn ihr wollt. Sehr gerne. Das ist jetzt ein bisschen, alles ein bisschen durcheinander, weil ich jetzt vorhin auch schon durch... Also, Ladegerät nicht vergessen. Auch noch ein guter, ein sehr, sehr guter Grund, den... das ist von Anker. Ja, das ist von Anker. USB-C, oder? Genau. Genau. Ein sehr, sehr guter Grund, den Ding mit ein Chromebook oder so mitzunehmen, weil ich nur ein einziges Ladesystem brauche. Ich brauche USB-C. Also USB-C. Ne? Weil mein Chromebook ist USB-C, mein Handy ist USB-C. Ich habe noch ein paar andere Sachen dabei für meine E-Zigarette und sowas. Die sind noch USB-A, aber dafür hat der auch ein paar. Das Ding hier und immer, 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 das ist ganz wichtig für mich, Anker, weil die Dinger, dieser Figure-8-Loop oder der Infinity-Loop, die sind nämlich bei der PlayStation dabei. Die PlayStation benutzt die. Das heißt, du kannst überall in Europa, scheißegal, wie der Stecker ausschaut, die Steckdose ausschaut, in einen GameStop reinlatschen und sagen, du brauchst ein neues Kabel für die PlayStation. Dann kriegst du den Local Plug, bam, und du hast wieder Strom. Bevor du dir so ein richtig fettes Ding mit rumschleppst, wo tausende von verschiedenen, so ein Euro-Stecker oder sowas mit rumschleppst, bist in die UK, du kommst wirklich, ich bin am Flughafen angekommen, UK hat ein anderes Steckersystem. Bin angekommen und im Flughafen selber ist so eine Vending-Maschine, so ein Automat, der eben auch Stecker für die PlayStation verkauft. Und bam, habe ich da überhaupt nichts, was ich... Irgendwo, was Strom braucht, kann nicht über das Ding hier geladen werden. Überhaupt nicht. Dann, ja, natürlich Klamotten. Mein Podcast-Setup. Podcast-System. Ja, das ist einer von den schwereren Dingen. Das sind meine Batterien für die E-Zigarette. Für die Vape. Ich meine, ja, Sucht ist schwer. Ne? Hygienebeutel, mehr braucht es nicht. Zahnbürste, Zahnpasta, Deo-Roller, Fingernägel und Fußnägelschneider. Als Mann bin ich jetzt fertig. Als Frau hätte ich noch mal so eine Kiste dabei, wahrscheinlich. Ja, doch. Nee, vielleicht du nicht, aber ich habe einige meiner Kolleginnen, die das machen, die bringen dann immer noch mal so eine Kiste mit.
Also, ja, ich brauche Foundation, ich brauche Concealer und ich brauche dieses und jenes. Aber ich meine, das spart man sich dann auch. Ne? Ich bin Diabetiker, also habe ich noch meine Diabetik-Sachen dabei. Schachtel Marzipan, Rittersport, ganz wichtig. Das ist wie das Handtuch. Das ist wie das Handtuch, liebe Leute. Marzipan, Rittersport. Und jetzt Spekulatius. Kondome lassen wir mal weg, wie immer. Handtuch, ganz wichtig. Auch, genau. Hier ist das, das Handtuch des anderen Barcamps. Hallo? Liebe Zuschauer zu Hause, Sarcamp, nächstes Jahr wieder. Kommen, ne? Und dann, was haben wir noch? Ach ja, hier, Federmäppchen mit meinen ganzen Insulinpen und meinen ganzen Kabeln und Stiften und sonst irgendwas. Mein absoluter Lieblingsstift ist der Pilot Friction. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der Pilot Friction ist der Stift, mit dem du dessen Kugelschreiber, den man wegradieren kann. Und wenn man ausprobieren will, die Dinger kosten genauso viel wie ein normaler Kugelschreiber. Und Unterschriften fälschen, was sonst? Nein, du wirst sehr, sehr, sehr oft irgendwo hinkommen, wo sie sagen, unterschreiben Sie mal hier oder sonst irgendwas. Und du bist um 3 Uhr nachts, kommst du an einem Hotel an und der Typ ist so verschlafen und sonst irgendwas. Du brauchst deinen eigenen Stift. Also ich bin so oft irgendwie, wenn ich keinen Stift gehabt hätte, wäre es scheiße gewesen. Ja, du willst das Radierbare, weil ich auch noch ein Tagebuch führe. Und ich verschreibe mich immer sehr, sehr gerne im Tagebuch. Würde ich übrigens empfehlen jedem, wenn ihr sowas macht, wenn ihr reist oder sowas, zumindest ein Trip-Tagebuch führen, mit wie viel Geld ihr wo ausgegeben habt, wo eine gute oder eine schlechte oder eine beschissene oder sonst irgendwie Waschmaschine war oder was auch immer. Je früher ihr das führt und je öfter ihr das teilt mit anderen, ihr trefft immer wieder Leute. Ihr trefft immer wieder Leute, auch in Zügen, die dann sagen, ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Köln, ich habe keine Ahnung, wo ich heute Nacht schlafe. Dann machst du dein Trip-Tagebuch aus, ich war vor 6 Monaten in Köln und das Hostel ist prima, hier ist der Name, hier ist die Adresse. Da ist eine super Waschmaschine oder da ist ein super Laundromat oder hier in dem Fitnessstudio war ein Two-for-One-Deal, wo du einmal 8 Euro zahlst und kannst zweimal rein oder sonst irgendwas. Ne? Deswegen schreib's auf und mach das. Eine Frage noch zu dem Tagebuch. Warum machst du das nicht digital? Warum mache ich das nicht digital? Aus demselben Grund, aus dem ich sehr viele Sachen aus dem Digitalen rausgenommen habe. Weil ich... Witzigerweise habe ich das angefangen, alles so zusammenzustellen, dass ich vollständig digital leben kann. Das war der erste Schritt in das Ganze. Ich mache alles digital. 100%. Ne? Ich habe mein Handy dabei, ich habe mein Laptop dabei, ich habe alles dabei, was irgendwie dabei sein muss. Und dann hat es irgendwann der Tag angefangen, wo ich gesagt habe, okay, das ist zu viel des digitalen Guten. Irgendwas mache ich jetzt wieder analog oder ich fange jetzt wieder mit irgendwas analog an, weil ich viel zu viel einfach nur in das Ding reinstarre. Und das Problem ist, weißt du, wenn du arbeitest, wenn du eine 8 Stunden Arbeit hast, was machen wir Nerds? Wir stehen früh auf, wir setzen uns an unseren Computer, gucken erstmal nach E-Mail, Facebook-Nachrichten, Instagram, Twitter, was auch immer. Dann geht's ins Auto. Währenddessen hängt unser Handy da vorne, spielt seine Musik ab und die schlechte amerikanische Stimme sagt, turn right on Oberammergauer Straße. Ne? Gehst auf die Arbeit, setzt dich vor deinen Computer, arbeitest für 8 Stunden, fährst nach Hause, setzt dich vor deinen Computer, spielst World of Warcraft. Ne? Und dann wundern wir uns, warum wir mit 44 oder 45 mit Osteoporose im Dreck liegen. Aber nee, wenn du unterwegs bist, ist es noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Weil jetzt ist nämlich, selbst wenn du fährst, brauchst du dich nicht mehr auf die Straße konzentrieren. Du gehst von A nach B und du schaust schon wieder in deinen Laptop. Du schaust YouTube-Videos unterwegs oder du spielst irgendwas oder du lässt dich überreden, nochmal schnell Arbeit zu machen. Irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, weißt du, ich habe den neuen Laptop für 3 Wochen und ich habe schon 4 Tasten durchgearbeitet. Ne? Jetzt muss noch was anderes sein. Und da habe ich angefangen, mit der Hand zu schreiben, wieder, auch weil ich mich handschriftlich wieder ein bisschen besser hinkriegen will. Und deswegen brauche ich Radierbare, weil ich immer noch echt scheiße bin in der Handschrift. Also ich bin wirklich, wirklich scheiße. Ich habe jetzt angefangen vor einer Woche, endlich, mir einen Füller zuzulegen. Und ich schreibe jetzt wieder mit Füller und versuche ein bisschen akkurater zu sein damit und sonst irgendwas. Ach, dann musst du doch saumäßig schreiben.
Die Sauklaue ist eine Voraussetzung, ich weiß, aber ich versuche das zumindest im Privatleben zu überkommen. Du schreibst ein Rezept aus und der Apotheker kann es lesen, das wäre ja furchtbar. Nein, der Apotheker kann es immer lesen, das ist ja das Schöne dran. Das ist ja wie, wir sind die Code-Talkers, wie die Navajo im Zweiten Weltkrieg. Also Ärzte und Apotheker verstehen sich, der Rest braucht es nicht verstehen. Weil ich schreibe natürlich oft einfach drauf, weinerliches kleines Kind, gib dir mal Zucker und sag, es ist ein Medikament und sag, hier ist was Wichtiges für dich. Und dann gehst du da hin, nein, das darf ich nicht. Darf ich nicht, wäre illegal, außerdem bin ich kein Arzt. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Kein Arzt. Ein Studium der Humanmedizin macht dich nicht zum Arzt in Deutschland. In Deutschland musst du der Landesärztekammer Geld zahlen, um Arzt, dich Arzt nennen zu dürfen. Das tue ich nicht. Insofern kein Arzt. Neuropsychologe. Sowieso viel cooler. Ja, eine Frage zu dem Digitalthema. Mhm. Und zwar, was ist mit dem ganzen Post vom Amt, ne? Und Post von der Bank und der ganze Mist? Weil das ist halt analog und du kannst eigentlich nichts machen. Jawohl. Du brauchst irgendwie sowas wie einen Wohnsitz, du brauchst eine Adresse, ne? Genau. Wie gehst du damit um? Meine ladungsfähige Wohnsitz und Adresse ist das Coworking-Zentrum in München. Munich Coworking. Mhm. Die haben auch, habe ich eine Postadresse, eine postalische Adresse, da bin ich ladungsfähig. Ladungsfähig bedeutet in Deutschland nämlich das Folgende. Du musst einen Brief vom Amt innerhalb der vom Amt vorgesehenen Frist lesen und beantworten können. Das ist mit Ausnahmen. Wenn du im Urlaub bist oder sowas, wenn die dir 1-2 Wochen Frist schicken, du bist gerade 4 Wochen im Urlaub, kann dir nichts passieren. Aber du kannst nicht sagen, schmeiß das alles da in den Briefkasten rein, dann einmal im Jahr gucken gehen. Das Coworking Center in Munich, in München, es gibt auch Coworking Center in Berlin und sonst irgendwas, die stellen dir eine Adresse zur Verfügung, nicht eine Postbox. Also ja, du hast eine ganz eigene Adresse, eine Adresse zur Verfügung und du kannst mit einem extra Geld machen die deine Briefe, die schicken dir die geschlossenen Briefe, du sagst, ich will die 5 Briefe aufgemacht und gescannt haben, dann machen die auf, scannen die dir, schicken die dir, du kannst sie direkt beantworten und entweder schickst du das PDF und die faxen es raus oder schicken es raus oder du beantwortest es gleich von da, wo du bist. Da gibt es so einen Dienst von einer Berliner Startup-Firma, Digitalkasten heißt es. Super. Genial, das ist eine Pauschale, glaube ich, 7 oder 8 Euro im Monat und dann werden alle deine ganzen Post wird eingescannt, digitalisiert. Mhm. Da muss ich mal einen ganz kurzen so einen Tangenten gehen. Ne? Ich arbeite in Mentalgesundheit. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die nicht immer 100% sofort zurechnungsfähig sind. Ich habe als Privatperson auf ultreia.mionyarta.io habe ich Blogs, Weblogs, ganz normale Weblogs. Die DSGVO zwingt mich als Deutscher mit einem Blog meine ladungsfähige Adresse im Impressum anzugeben. Mein Job habe ich Leute, die vielleicht nach 6 Monaten sich beschließen, dass ihr jetzt mal meine Kinder oder meine Frau oder ich darunter leiden müssen, oder meine Freunde oder wer auch immer, darunter leiden müssen, dass ich ihnen damals das Velbutrin entzogen habe. Und dann sind das Leute nicht, das ist nicht der Penner von der Straße. Ich sage jetzt mal ganz, das hört sich scheiße an, aber es ist wirklich nicht der betrunkene Alkoholiker von der Straße. Es ist der Typ, der 6 Jahre bei Google gearbeitet hat und sich überarbeitet hat und jetzt eine Wahnvorstellung entwickelt hat. Und der setzt sich hin, der weiß, wer dich googelt. Der gibt deinen Namen in Google ein und das Erste, was der kriegt, ist dein Impressum mit deiner Telefonnummer und einer ladungsfähigen Adresse. Im Internet kannst du nicht verstecken, sonst bist du nicht mit der DSGVO dran. Als Mediziner, als jemand, der in der Mentalgesundheit arbeitet, als Rettungssanitäter, als Pflege, kannst du heutzutage eigentlich keinen Blog mehr betreiben in Deutschland, weil du nämlich deine Adresse angeben musst. Solche Sachen wie Digitalkasten oder eine Coworker, ein Gründerzentrum oder sowas, das dir eine Adresse gibt, eine ladungsfähige Adresse, ist die einzige Art und Weise für uns noch zu bloggen. Weil ich könnte mich meine Privatadresse nicht angeben. Ich habe keinen Bock, dass da jemand, der bei mir in Behandlung ist und dem ich meinen Namen geben muss, weil das nämlich auch das Gesetz ist, der seine Frau mit der Maschete kaputt gemacht hat und ich behandle den, na, dass der in 6 Monaten da steht und versucht, meine Frau mit der Maschete kaputt zu machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen so eine ladungsfähige Adresse, bei was anderem, für die meisten von euch, wenn ihr irgendwann mal Angst habt, dass irgendjemand euch böse kommt und ihr habt einen Blog, die einzig wahre Lösung im Augenblick. Ob ihr reist oder nicht, das ist die einzig wahre Lösung. Also das mit der Adresse, das hat sich für mich, ob ich jetzt gereist oder nicht, hat sich das so erledigt. Ladungsfähige Adresse woanders. Ja, komm, einen gehen wir noch und dann haben wir ab. Vielleicht das Thema nochmal zum Packen. Ja. Benutzt du einen Kopfhörer? Und wenn ja, wie verpackst du den? Weil die Dinger sind immer so sperrig. Nein, ich habe einen Sony XVR irgendwas. Das ist diese Noise Cancelling
Mütter aller Kopfhörer. Das habe ich mir abgewöhnt und ich habe mir ein Apple, ich bin Android-User, aber ich habe mir Apple AirPods besorgt. Das ist das einzige Kabel, was kein USB-C ist bei mir. Ja, das und für meine Uhr, mehr oder weniger. Habe mir AirPods besorgt, ich habe ein Brown Noise App, falls ich mal Noise Cancelling brauche und irgendwie schlafen möchte im lauten Zug oder in einer etwas lauteren Umgebung. Ansonsten habe ich mir das echt, diese Over-Ear-Kopfhörer habe ich mir total gespart. Ich bin nicht audiophil genug, dass ich jetzt sagen muss, ich brauche jetzt unbedingt hier Konzertqualität. Ich brauche das zum Telefonieren, ich brauche das zum YouTube gucken im Zug oder zum Film gucken im Zug. Oder nachts im Hostel, weißt du, wenn du mit drei Leuten im Zimmer bist, ist vielleicht auch ganz gut, wenn du die Kopfhörer drin hast beim Fernseh gucken und so. Und die sind klein und die rechargen sich, die halten den ganzen Tag durch. Ohne Probleme für mich. Ich werde jetzt mal die Google Pixel Buds ausprobieren, mal schauen, wie die sind. Aber soweit, die AirPods sind perfekt für mich. Hammers! Keine weiteren Fragen. Lasagne! Danke!